Servus zusammen, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. ITP Spieltag 6 gegen Drake und unseren Regenkader. Wieder Ja. mit Danny. Hallo Leute. Und wir sehen, uns fehlt nach Tara. Ja, noch darauf hilft. Und hat tatsächlich Mimikyu dabei. Und halt dieses Schluckweg dabei. Und den hässlichen Schluckwerk. Ja, Klefki ist auch nicht da. Ja, Cliff ist da, ja. Und Neuwirn ist nicht da. Also anstatt Neuwirn und Nachtara, die wir gesehen haben, ja, oder Klefki primär, ist Schluckwächter da und Mimikyu. Mimikyu kann natürlich gefährlich werden. Mimikyu kann gefährlich werden, aber deshalb haben wir, aber da würde ich sagen, entweder leaden wir direkt Rotom Wash, aber jetzt brauchen wir eigentlich nicht wirklich was tricken, wobei dieses Kack-Schluckwächter vielleicht. Das kannst du vielleicht drücken, ja. Weil ich witter so ein bisschen, dass er direkt mit Pelipper leaden will. Ja, lass mal gleich mal rote Wasch reinschicken, warum Ja, jetzt nicht? schicken wir Rotom Wash rein, genau. Hat er seinen Bodenmann mit? Nee. Er hat ja gar nicht gehabt, das war ja So. das Ding. Genau, er hat keins. Pelipper kommt. Jetzt würde ich sagen, wir Volt-Switchen einfach. Ja. Da kommt Mo, das war klar. Wir re-switchen, der kriegt 8%. So, nicht Full HP, der müsste offensiv sein. Wir können natürlich. Ne, Bundle würde ich nicht gehen, weil der gescarpt ist. Hab ich auch genau gesagt, hatte ich auch. Ja, Könnte das natürlich würde ich nicht sein. riskieren, im Fall er gescarpt ist, weil dann killt er uns einfach und wir können den nicht sicher rausnehmen. Ja, wollen wir jetzt einfach. Ist das nicht einfach Florges erstmal, overall? Logis ist es, ja. So, was schickt er in Moonblast rein? Schluckweg. Höchstwahrscheinlich, Das ja. heißt, er wird V-switchen wahrscheinlich. Kannst du gut Also haben, ja. ziemlich sicher. Die Frage ist jetzt, wischen wir einmal und drücken dann Battle Pass oder wischen wir und gehen hart in irgendwas raus? Darf ich einfach nur betten passen? Direkt einfach Battle Passen. No. Aber was machen Und wir, wenn hier er jetzt mal stumpf angreift? Kann ich mir aber nicht vorstellen. Bringt ihm nichts. oben. Aber dann sind wir ja am Schaden. Was er macht. V-Switch 17%. Ne, gespext ist er nicht, das war die absolute Max-Roll. So, da ist dieses hässliche. Was kann das Ding? Kann das irgendwas? Ändert sowas wie nur das so ein Scheiß? Oder das Also, kann auch das Ding einfach. ist bulky auf jeden Fall. Das weiß ich auch. Ja. Also, es hat 100 HP Base. Kann der EQ? Wahrscheinlich kann der EQ, Über ne? den haben wir uns halt nicht informiert. Das ist so ähnlich wie das Mag gegen Flipper. Guck mal, ob der irgendeine Scheiße kann, die uns irgendwie nervt. Fast Gut, der, gell? der kann Gangshot, Body Slam, Matschbombe, Sunny Day wird er nicht spielen. Er könnte Fire Punch, Ice Punch und das ganze Zeug. Okay. Eisstrahl, Matschbombe. Borstelka würde Rocks kriegen, ziemlich sicher. Wenn es sowas wie Toxic kommt oder Giftspitzen oder so. Ja, gehen wir mal Natürlich vor, gehen wir vor Stelka und legen Rocks, oder? ja. 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 Können wir Rocks schmeißen und wir gucken, was wir machen. Aber er hat gar keine Rocks dabei. Okay, da kommt Pelipper rein. Also wir gehen auf jeden Fall raus. Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen noch die Sturdy, wir brauchen das auch alles, ja. Wir gehen auf jeden Fall raus. Es ist nicht wieder Florges einfach, der den Hurricane Logis raus. würde ich nicht machen, also ich bin mir sicher, dass er U-turnt. Was? Ich will halt die Sturdy behalten. Wir können auch Logis gehen, aber dann müssen wir jetzt dann langsam irgendwann mal wischen. Ja, stimmt. Wir sind ja voll fistet mit fast Decker, also den müsste Also, man was nehmen. sagst du? Sturdy andamagen und V-switchen? Aber was, wenn er einfach stumpf angreift? Wenn der irgendwie Specs ist oder sowas? Ja, okay, dann ist egal, dann kriegen wir trotzdem was rein, was schneller ist. Ja, eben. Und wir tun uns noch ein bisschen weh mit dem V-Switch, glaube ich. V-Switch. Ja, ich sag V-Switch. Nock. Spielt tatsächlich Nock. Wie spielt man denn Nock auf Pelipper? Habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Aber dann lieber auf Forstelka. Ja, der ist defensiv. Gehen wir jetzt in Bande? Was ist denn seine Antwort bei Bundle? Was ist denn seine Antwort auf den Freeze-Dry? Ja, vermutlich dieses eklige, fette Viech. Alter. Also wenn der komplett spedef ist, kippt der von Freeze-Dry into Hydro nach Box ziemlich sicher um. Siehst du, guck mal. Das ist ein Bundle, da machen wir schön auf den Sichtdruck.
Bundle und feuern einen Freestyle ab. Ja, auf jeden Fall. Er hat auch nur noch eine Runde Regen. Also eventuell. Das finden wir dann gleich raus. Freestyle? Ja. Hat er Rockstar bekommen? Nee. Wir haben die Rockstar seinen Switch in geschmissen. Ach so. Ja, der kommt auch, der kriegt Rocks, Freeze-Dry, sind 27 und wir freezen ihn. Und er hat den Damp Rock. Der ist nicht ganz komplett spedef. Vielleicht trägt er auch nur eine EV, aber wir haben noch Regen. Die Hydro macht 63 bis 74. Ja, rein da. Weil er gefreezed ist, können wir wahrscheinlich for free auf einem Freeze-Dry bleiben. Das stimmt natürlich, das können wir auch machen, ja. Das stimmt. Im Fall er rausgeht, oder? Er muss sich den halt irgendwie keepen, wahrscheinlich. Okay, der hat einen Black Sludge. Ne, der hat einen Black Sludge. Mhm. Was machen wir? Ich sag Hydro einfach. Hydro? Okay. Mhm. Ja, Freeze ist halt immer richtig unlucky. Ich meine, wenn er den jetzt abwirft, ist das natürlich für uns absolut Premium. Natürlich. Ah! Schade. Ja, schade, das dauert. Und wir wissen, dann wäre es der Freeze Try gewesen. Wir können jetzt nicht riskieren, da drin zu bleiben, im Fall der gescarft ist. Nee, das ist eigentlich wieder Floorgast oder nicht, auch wenn natürlich wieder Wieswitz wieder kommt und... Wenn der gescarft ist, der macht uns einfach alle. Ich weiß. Freestyle hätte den tatsächlich gekillt. Einfach Floorgast, oder? Ja, müssen wir. Ja. Okay, dann ist er gescarft. Ah, der hat gecrittet. Aber jetzt müssen wir wischen. Wir müssen jetzt wischen. Ja, ich weiß. Das können wir auch vor früh wischen. Wir kriegen Floorgast auf jeden Fall wieder hoch. Das ist doch fein. Das ist doch fein. Wir müssen jetzt halt protecten. Wenn er auftaut, ist scheiße. Ja, das stimmt. Wenn er auftaut, ist scheiße. Ja, mach ein Foto, ja. Safety first. Riskieren wir jetzt hart in Klotzi zu gehen? Ja, warum nicht? Ich riskiere das. Ja, wir könnten einfach stumpf predikten. Ja. V-Chef? Ja, V-Chef. Gut, wenn er drin bleibt, ist halt beschissen, aber... Er muss halt Angst vor dem EQ haben. Oh, der hat uns ein EQ gedrückt. Bleiben wir drauf? Ich will jetzt EQ drücken. Du hast nur mit V-Chef 11% gemacht, also... Sagst EQ? Ja. Oh, der überlegt immer noch zurück. Der überlegt. Der hat halt gesehen, dass wir jetzt predicted haben. Dann liegt es halt jetzt nahe wahrscheinlich, dass er rausgeht. Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass er seinen Switching da so anschiffen lässt. Ja, können wir nochmal einen Pille packen. Also wir können halt noch einmal Poison Chef drücken, dann sehen wir, was er macht. Und dann drücken wir halt Recover beim dritten Mal. Ja, ja, können wir auch machen, ja, sehe ich. Ja, der überlegt zu lange. Nochmal Kette. Der überlegt mir zu lange. Also overall covered... P-Chap covert den zwar nicht, aber alles andere. Und wenn er wirklich in Mo geht, der kriegt halt richtig guten Damage. Ja, ich sehe das. Und wenn er nochmal drin bleibt, drücken wir beim nächsten Mal Recover. Wir haben Switches in alles andere. Ja, stimmt. Ja, da lass P-Chap, ja, ja. Das hat mich erstmal schon verwundert, dass er überhaupt drin geblieben ist. Weil wenn der ein EQ ist, der wird ja richtig hart angedamaged, dann kommt der gar nicht mehr im Bundle rein. Ja, vor allem weil er dann von der Spedef ist und nicht Fistef. Krass. Ah. Ja, dann drücken wir jetzt. EQ. Oder drücken wir... Der ist jetzt auf plus 1 Attack. Das kann sein, der nimmt uns dann einfach raus. Also... Ja, das ist eben 20, ja. Das ist mit 2 Hits dann raus, ja. Trotzdem EQ. Wir müssen den halt irgendwie runterchippen, glaube ich. Ja. Sind wir viel schneller? Wollte ich sagen. Nein, der ist immer noch schneller. Aber wir haben 35 gemacht. Ja, jetzt müssen wir recovern. Dann müssen wir das rausnehmen. In der Theorie.
Oder switchen wir jetzt in Rotom oder versuchen wir einen zu tanken? Ich glaube, wir tanken keinen mehr, oder? Also jetzt wird's mit Bundle. Ich guck mal, ob es eine Roll ist. Mit Klotzi. Sag, wir switchen jetzt in Rotom. Ja, sehe ich. Ja. Jetzt zwickt der Gangshot, Alter. Klar, kannst du jetzt auf Gangshot tricken und so, dann ist der auch. Oder wollen wir den tatsächlich tricken? Dann ist der halt keine Gefahr mehr. Oder wir sterben dann wahrscheinlich. Ja, aber wir haben die Gefahr ein bisschen eliminiert. Weil wir dann einfach vor Stelka gehen können und Roll switchen. Na, das stimmt, ja. Ja, ja, das ist der. Vielleicht, wenn er den Gangshot zusätzlich noch misst, wäre geil. Das stimmt, ja, komm. Lass tricken. Das ist, glaube ich, overall. Manche, der geht jetzt raus, der überlegt schon wieder so lang. Okay, Rotom ist zwar weg. Hä? Das hat nicht funktioniert. Hat er so eine komische Fähigkeit? Oh, der hat Klebekörper. Wieder auf dieses Ding geprappt. Der Forstelka die letzte Woche nicht, ich hab keine Ahnung. Es wäre einfach nur Discharge gewesen und das Problem wäre gelöst gewesen. Ich glaube, wir verlieren wir einfach gegen den Dreckzack. Das kannst du sagen. Nicht vielleicht. Forever Berry. Einfach. Du schotten wir den jetzt. Der hat plus 1 Steph, gell? Ja. Wie viel Prozent hat er? 52. 36 bis 33 bis 40 machen wir den und der nimmt uns mit dem Gunshot nicht raus, ja. Ja, das ist bei mir. Body Slam oder Bravebot würde ich jetzt nicht unbedingt machen wollen. Bei Body Slam drücken wir einfach. Ah! Gut, ja. Den haben wir einfach nicht verdient. Den haben wir einfach nicht verdient. Aber komm, ich glaube, da wird halt jemand zeigen, dass er das verdient, dass er so etwas mitkommt. Erster Einsatz, er macht er erstmal einen Quit. Dafür entschuldige ich mich sogar. Der war echt nicht verdient. Also, für die Plays. Und er weiß auch nicht, dass für die komischen. Aber manchmal, das ist halt manchmal so, manchmal gehen Predictions auf, manchmal nicht. Hier sind sie halt einfach nicht aufgegangen und jetzt. Ja. Und er predictet uns wunderbar. Wo er genau sieht, dass wir jetzt wahrscheinlich rausgehen. Wobei wir den auch. Wir können den auch nicht vernünftig touchen. Da müssen wir über den Roll Switch den Kostümspuk sprechen. Ja, Shen Pao. Ja, jetzt können wir. Dann würde ich einfach Bodyslam drücken. Da bin ich ganz ehrlich. Meinst du nicht, dass der einen Eisshard hat? Der hat jetzt, wie will er den Scarf jetzt großrichten? Ich will nur wissen, also Body Slam macht 69 bis 82. Das ist ein geiler Schaden auf den Vieh. Denn Ice Shard killt uns aber einfach, wenn er den Scarf riecht. Wir haben die ganze Zeit Worte predicten. Ich sag jetzt, drücken wir einfach mal stumpf. Ja, Body Slam. Okay. Er hat das nicht bisher nicht gesehen. Siehst du. Ja gut, der Crunch hat uns einfach rausgenommen, ja. Wenn er Band ist, macht es Sinn. Wenn er Adamant Life Orb ist, dann hat er entweder eine sehr hohe Roll gekriegt oder er ist einfach gebandet. Life Orb ist er glaube ich nicht, weil sonst wäre er noch. Ja, dann ist er gebandet. Ja, können wir jetzt einfach einen Verstärker geben? Der hat 10%, der ist gebandet. Bundle outspeedet den doch. Bundle hat 136 Speed. Hat der nicht mehr? Ne, der hat 135. Okay, oder den Bundle. Wir sind Bundle 408 Speed. Wir gehen Bundle, drücken U-Turn. Ja, okay. Ja. Gehen wir jetzt in Florges und feuern einfach einen Moonblast ab. Ja, warum nicht? Ich sehe es. Dadurch, dass das Giftviech weg ist, kein Grund mehr, warum nicht.
und wir haben einfach Bundle, das ist glaube ich einfach unser Wincon. Ja. Das alles auch noch richtig schön angechippt, also wirklich. So dass wir eigentlich Freeze 3 vor Free drücken können mit dem Viech ab jetzt, fast. Du kannst eigentlich ab Free mit dem jetzt Freeze 3 drücken. Also Flawgis und wir drücken Moonblast. Ja. Ja, er wird jetzt Pelipper abwerfen. Abwerfen müssen, ja. Der wirft Pelipper ab und geht in Vojelin. Wir müssen jetzt quasi 7 Runden Regen stallen. Ja, ich weiß. Das wird nicht schön. Das Protector sind dann vielleicht auch besser. Das würde ich jetzt sogar sofort anfangen. Wir drücken jetzt Protect. Oder meinst du, der spielt Bulk ab? Ah, Pelipper ist weg. Achso, okay, gut. Das habe ich jetzt. Ich würde jetzt Protect drücken, wir müssen den Regen stallen. Ja, ja, Protect drücken, gucken, was er macht. Wenn er Bulk abspielt, dann haben wir wahrscheinlich verloren. Aber ist die einzige ist Option, glaube ich, die wir haben. Ja, einfach. Eine Runde jetzt. Oder es passiert das. Mhm. Aber der ist nicht gebandet und der hat noch nicht geterrat. Ich würde einfach in Plotzi gehen. Aber dann hockt der ewig hinterm Sub. Ja, aber Klotzi kriegt dann erstmal jetzt schön Mortar ab. Es kann nur sein, der Bulk abt jetzt vor sich hin. Ja, aber du hast recht, wir müssen in Klotzi gehen. Wir brauchen einen Flawgis noch für Rotomo. Wir können Flawgis jetzt nicht jetzt ja, spielen. Ja. Er kann eigentlich, weil wenn er nur Dings spielt, Wavecrash und Ice Spinner, verliert er doch gegen Bundle am Ende eventuell. Aber ja, ja. Wir müssen in Klotzi gehen. Ja, weil wenn er jetzt noch Bulk ab hat, dann spielt er ja nur zwei Sachen, die Bundle resistet. Richtig. Außer er lässt Ice Spinner weg und spielt Crunch. Das wäre natürlich schlecht für Klotzi. Oh, tatsächlich. Tatsächlich. Die roten Träger dann noch? Der killt uns mit Ice Spinner trotzdem nicht. Ja, ist doch geil. Ich würde jetzt recovern. Ja. Hört sich gut an. Noch 4 Runden Regen, okay. Hier geht weiter für Bulk ab. Ja, jetzt brechen wir den Sub nicht mehr. Jetzt müssen wir angreifen. Ja. Ja. Zurück da. Okay, jetzt nimmt er uns raus. Er spielt tatsächlich Ice Spinner und Bulk ab. Der hockt dann halt immer noch hinterm Sub. Wir haben noch 2 Runden Regen. Mhm. Vielleicht hätten wir anstatt Recovern erst den Sub brechen sollen. Aber ist es jetzt nicht? Vor Staker. Würde ich jetzt einmal rauswechseln. Ich würde jetzt in Vor Staker gehen. Um den Regen zuzustauen. Um den Regen auszustauen, richtig. Was, wenn er jetzt nochmal Bulk abt, weil er genau damit rechnet? Ja, okay, dann können wir Volt switchen eigentlich. Ja. Der ist jetzt auf plus 2, gell? Ja. Dann greift er, also wir wechseln jetzt raus, dann kommt die letzte Runde Regen. Greift er dann in der Regenrunde an oder nicht? Wahrscheinlich, ich würde in der Regenrunde angreifen. Aber der kann auf plus 3 Frau Stelka nicht killen, wenn es nicht regnet. Okay. Also ja, wir versuchen es, oder? Ja, ja, ja. Ja. Das ist ziemlich gut für uns. Oh, das heißt, er muss jetzt eigentlich entweder nochmal Bulk drücken. Er kann es jetzt töten. Nein. Ah, es regnet, oder? Ja. Ja, mit Wave Crash kann er uns jetzt töten. Aber dann hört der Regen auf. Die Frage ist jetzt, ob wir jetzt einfach nochmal rausdabbeln in Klotzi, um dass der Regen fertig ist. Ja, ich würde nochmal in Klotzi rausdabbeln. Wer fällt Klotzi zur Not halt ab? Oh mein Gott. Also das war jetzt richtig gut. So, jetzt drückt er halt wieder Ice Spinner. Ice Spinner, ja, ja. Leben wir den jetzt vielleicht wieder? Ja, ne? Nee, ist ja plus 2. Jetzt hat er auch die Terra an, aber der Regen ist weg. Ice Spinner 69 bis 82 auf plus 2. Nee, leben wir nicht, aber was wollen wir jetzt machen? Ja, ist eine gute Frage. Ich meine, wir
Der ist jetzt Terra Water plus 2, Forstelka kriegt nachher 79 bis 94. Der killt der uns tatsächlich auch. Dann kriegen wir den Sub wahrscheinlich nicht gebrochen. Also jetzt pass auf. Der drückt jetzt Eisspinner. Wenn wir jetzt auf Eisspinner in Forstelka gehen, das bringt uns auch nichts, weil wir langsamer sind und dann stirbt er sowieso. Genau, ja, sehe ich. Ich weiß nicht, wie wir den Sub am besten gebrochen kriegen. Wahrscheinlich gar nicht. Wir müssen halt Bundle riskieren dann mit dem Chip Damage. Ja, müssen wir. Das ist klar. Das heißt, wir werfen jetzt Klotzi ab. Wir werfen jetzt Klotz hier, ja, richtig. Müssen wir leider. Hä? Oh mein Gott, ist das gut. Okay, das war jetzt wichtig für uns. Das war jetzt Best Case. Das tut ja wahrscheinlich Sub. Das wieder Sub. Ja, aber wir müssen weiter. Wir müssen die Ja, tun. nicht hinter mir. Und noch mal einer. Da geht der Pulk ab sich weiter. Drehen wieder vom Freestyle ab. Der drückt's ab, ja. So können wir machen, was wir wollen gehen. Ja, wir verlieren, glaube ich, tatsächlich gegen das Set jetzt. Ja. Wir kriegen den halt auch nicht irgendwie getoxt, das ist halt scheiße. Ja, der Bull gabt sich jetzt auf plus 6 hoch, das ist absolut beschissen. Das Einzige, was wir machen können, ist jetzt auf seinen Sub in Bundle zu gehen und Freestrike zu drücken. Ja. Der ist jetzt auf plus 4, oder? Ja, der killt dann Bundle halt. Also wir gehen auf den Sub in Bundle, drücken Freestrike, er drückt Wave Crash, Bundle ist tot. Ja, und wir haben nichts, was schneller ist dann. Wir haben verloren. Punkt. Wir haben jetzt verloren. Was du machen, was du willst, glaube ich. Also, overall. Ja, weil wir auch die Scarfer nicht mehr haben und weil wir auch Rotom nicht mehr haben. Ja, das Rotom abwerfen, das war halt echt kacke. Also das war. Ja, Rotom mit dem Scarf. Ich habe aber nicht mit so einem Set gerechnet eigentlich. Aber ja gut, die einzige Option, die wir haben, ist, wir müssen hoffen, dass er sich mit Zap irgendwann so weit runterchippt. Nur so wieder Bulk ab. Ne, ich glaube, der greift es dann mal an. Hier Bulk ab sogar einmal weiter. Ja, der geht auf plus 6, killt alles und dann ist das Ding vorbei. Ja. Vielleicht wäre es doch irgendwo Raw oder sowas gewesen. Okay, aber er tankt immerhin nicht die zwei Moves. Er muss halt hinterm Sub. Ja, jetzt greift er Ja. an. Jetzt greift er an. Ja. Die Frage ist, ob wir ihn jetzt drauf baiten, dass er Eisspinner into. Der kriegt doch auch, kriegt der Recoil Damage hinterm Sub. Das weiß ich nicht. Weil jetzt drückt er mit Sicherheit Eisspinner. Ja, Wenn schon richtig. wir jetzt in Forstelka gehen und dann den drauf baiten, dass er Wave Crash drücken muss. Also das Decke abwerfen, da kriegt er einen Chipschaden durch den Wave Flash, ja. Ja, nee, wir bleiben einfach drin. Ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können. Weil sonst wird Forstelka doppelt angechippt, dann kriegt er auch weniger Recoil. Am Ende kriegt er gar keinen Recoil hinterm Sub. Aber schon Forstelka jetzt, oder ja? Naja, und dann ist einfach wie switchen. Außer er überlegt, ob er mit einem Eisbinder killt. Kriegt gar keinen Recoil, oder? Boah, der lebt mit 8%, Alter. Morgens? Keine Ahnung. Ich überlege halt, ob wir das noch irgendwie gewinnen können. Ja, Wenn das ich, wenn ich, Ding. wenn ich wüsste, ob jetzt U-Turn, wie viel hat der gefressen schon hinterm Sub? Der hat einen Sub gedrückt, hat einen EQ gefressen und ist auf plus 6. Ja, deswegen, du hast recht. Ja, das wär's, glaube ich. Wir gehen in den Bundle, drücken U-Turn, brechen den Sub. Das kommt darauf an, Genau. wie viel Klotzi mit dem 10 bis 13, die U-Turn bricht den Sub nicht, die macht zu wenig. Wenn wir Florges reinwerfen und den Second, dann macht uns einfach Monas, weil der gescarpt sein wird. Oder am Ende halt Mimikyu. Wir können jetzt nur noch auf Differenz spielen.
Ja. Wir müssen Florges abwerfen. Ja, ich glaube auch, ja. Vielleicht lebt er in irgendeiner Welt. Ja, warte. Ja, das war dumm. Der drückt jetzt einfach Eispinner und kriegt keinen Recoil. Wahrscheinlich, ja. Dann wäre es vielleicht doch Bundle gewesen. Na, ja, der eine Differenzpunkt. War beschissen. Ja. Immer diesen Setup-Preis gegen uns. Guck mal, mit Setup gegen uns. Die sind auch dumm, Bundle hat taunt, Alter. Er hätte es auch nichts gebracht. Natürlich. Nachdem der Regen ja, fertig war. Ja, da wusste er das Set von denen noch nicht. Da wusste er, dass das hat doch wirklich, ja gut. Wir haben den Matchup dann mit Plotziv. Wir hatten ja nie die Chance, den Bundle so rauszugehen, dass der Set nicht da ist. Das war ja das Problem. Da bin ich auch dann der taunt nichts. Ja, aber den Set. Das ist ja das war ja das Problem. Ja, scheiße, oh, wir haben echt gechoked am Ende. Ja, weil der Tiger war auch gut angeschippt, ne? Also doch einfach Bundle, glaube ich, gewesen. Bundle abwerfen quasi, da hast du halt Flogges. Gegen jeder deswegen 3. Ja, dann stirbt er halt, weil er Wave Crash drücken muss und dann haben wir noch Flogges gegen 3 Mons. Dann kommt Bao Chan, der stirbt. Gegen Rotom Oak können wir die ganze Zeit Wish protecten, mehr oder weniger. Naja, egal, ist wie es ist. GG hat er gut gemacht, wir nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Und ciao. ciao.